Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Was gibt's denn da so duft zu glotzen? In der letzten Folge haben wir Freezers Training abgeschlossen und ich habe jetzt wieder offscreen natürlich die Beziehungen zu den beiden hier auf Maximum gebracht. So hat wir deren Training machen können. Und jetzt guckt euch das mal an. Guckt euch mal Videls Haare an. Ich habe die gleiche Frisur wie Videl, merke ich gerade. Cool, oder? Hab ich gar nicht gemerkt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Jetzt bist du stärker. Gehen wir zum nächsten Training über. Trainiere mit mir. Greif mich mit voller Kraft an. Hatte Son Gohan. Kann ich auch beim Sparring mitmachen? Hä? Von mir aus? Du wirkst ruhig. Dir ist klar, dass wir 2 gegen 1 kämpfen, oder? Ich wollte schon immer gegen Son Gohan kämpfen, wenn er volle Kraft hat. Also los, kooperieren wir, um Son Gohans volle Kraft auszulösen. Und dann bekommen wir Ki-Explosionskanone. Okay. Klingt nicht sehr spektakulär, aber egal, werden wir ja sehen. Oh. Gut. Dann sind wir ehrlich gesagt schon bald mit dem Spiel durch, würde ich sagen. So, komm her. Ich habe übrigens wieder was an meinen Moves hier geändert. Ich habe den zweifachen Super Saiyajin wieder drin. Weil mehr Schaden. Außerdem hält er fast genauso lange jetzt mit meiner Set-Seele ausgerüstet. Deswegen denke ich mir, ich werde es auf jeden Fall bringen. Ach. Oh, schon tot. Auf. Hört auf danach. Okay, da geht's schnell. Gehen wir nur endlich mal ihn mit blauen Klamotten. Ja, ausgehen habe ich ein Level abbekommen. Wenn alles in Angriff gepackt habe, glaube ich jetzt Grundangriff für 57. Irgendwie sowas. Ist glaube ich nicht so ein Unterschied. Ich merke da sowieso keinen Unterschied. Ja, wir gewinnen. Meine Güte, hätte ich nicht gedacht, dass ich zum Super Saiyajin werden muss. Jetzt war wird schneller besser, als ich gedacht hätte. Hey, das freut mich. Endlich hast du deine volle Kraft gezeigt. Du wirkst viel cooler als sonst, Son Gohan. Dell? Ihr wart beide gut. Ihr habt dieses Training bestanden. Kommt wieder, wenn du stärker bist. Wir machen dann weiter. Ja, thanks. Ich habe auf dich gewartet. Kannst du etwas für mich tun? Also, Son Gohan hat eine Menge für mich getan. Deshalb würde ich ihm gerne was schenken, um mich bei ihm zu bedanken. Nur ein Symbol meiner Wertschätzung, verstehst du? Ich wollte ihm, mir geht's gut geben. Ich finde es nur nicht. Kannst du für mich danach suchen? Habe ich das? Nein, das gibt's jetzt nicht. Mir geht's gut, ja super. Jetzt muss ich eine Setzseele besorgen. Oh. Das ist jetzt irgendwie nicht sehr passend. Oh, dann muss ich den Part hier beenden anscheinend. 3 Minuten oder so, ja. Dann hänge ich dann irgendwann, wenn ich dann eher weitermache mit dieser Quest. Das daran. Okay, war sehr kurz jetzt. Verdammt. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen bis jetzt und wir sehen uns dann gleich. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Warum kündige ich das eigentlich nochmal an? Ich tue doch alles. Ach, egal. Ja. Ich habe die Seele, mir geht's gut, besorgt. Und ja, machen wir mal weiter. Oh, hier ist ein Symbol meiner Wertschätzung für dich. Nachdem ich bei dir mit dem Training begann, habe ich viel mehr gelernt. Ich hoffe, wir bleiben für immer Freunde. Ein Gerechter in Satan City. Ja, wir bauen jetzt eigentlich nur noch 2-3 Minuten irgendwie hier was machen. Nicht gut für mich. So. Hallo, du bist wohl auf einer anderen Stufe. Das nächste Training wird
Warte, Songhorn, jemand macht Ärger in der westlichen Hauptstadt. Wie schrecklich, wir müssen sofort dorthin. Du, zuerst, wir müssen etwas vorbereiten. Bei der Ankunft triffst du vielleicht zwei große Helden, sind gute Kerle. Kooperiere mit ihnen, um die Situation zu klären. Hast du verstanden? Eine Sekunde. Hab ich schon mal gezeigt, oder? Ja, okay. Wo ist es? So. Natürlich auch die Kognitur da auftauchen. So, dann. Du musst ja irgendwann kommt so eine Mission. Falkenangriff. So ein paar, nur noch 15 Gegner. Ja, keine Ahnung, warum ich die Begrüßung gerade gemacht habe. Ich bin es halt nur sehr gewohnt. Ich nehme halt wieder einen anderen Tag auf, deswegen. Und ja, alles, was wir machen, ist jetzt die letzten 2-3 Kämpfe noch zu machen im Training. Und dann machen wir Vegetas Training noch. Oder wir suchen Vegeta. Ach, was? Denkst du echt, du bist was Besonderes hier, oder was? So. Was ihr denn? Ich brauche nicht mal Spezialangriffe für euch. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. Ich bin schon fertig. Ich passe sogar ein bisschen rein. Ich gehe schon mal nach Hause. Tschüss. Das war natürlich wieder sehr schnell, ist klar. Ich bin auch nur ein mysteriöser Held, keine Sorge. Oh Mann, das war so verballert jetzt. Und so unnötig. Aber egal. Danke, dank dir herrscht wieder Frieden in unserer Stadt. Du hast gut gekämpft, du bist viel stärker, als ich angenommen hatte. Hä, wo ich das weiß, ohne zuzusehen? Tja, weil ich von den Helden gehört habe, mit denen du gekämpft hast. Stimmt, Songhorn, habe ich recht? Ja, genau so ist es. Du hast wohl jedenfalls eine neue Fähigkeit erlernt. Falkenangriff. Meister reden, so gut du kannst. Du hast das Training überstanden. Bis zum nächsten Mal. Was? Also, okay, wollte schon sagen. So, nehmen wir das mehr. Mal ab. Eieiei. Gut gemacht, du bist jetzt noch stärker. Wird Zeit, dein Training zu beenden. Also gut, trainieren wir. Warte, Sun Gong, ich übernehme für dich beim Sparring. Videl, aber das ist... Keine Sorge, ich trainiere auch. Ich werde eine tolle Gegnerin abgeben. Ich zeige dir am besten... dir meine beste Fähigkeit. Halte dich da raus, Sun Gong. Dieser Kampfgeist. Also gut, ich weiß, du meinst es ernst. Das stimmt, also dann, bist du auch bereit? Gerechtigkeitskombination. Nur physische. Das ist key, okay. Den Gerechter, den Satan City hat haben wir schon. Aber ich kriege das erste. So, und dann kann ich wieder 20.000 Minuten nach Vegeta suchen, nehme ich an, ne? Bis ich den finde. Komischerweise habe ich die Z-Seele hier, mir geht's gut, beim ersten Versuch geschafft. Also ja. Mein Gott.
Was ist denn das für ein Training? Mann, schon vorbei. Oh mein Gott. Und gleich kann ich meine Aufnahme schon beenden. Ja, ich habe 5 Minuten irgendwie hier extra aufgenommen oder was? Endstation. Diese Demütigung, ich habe verloren. Ihr wart beide toll. Ihr seid viel stärker, als ich angenommen hatte. Offenbar hast du meine Fähigkeiten gelernt. Gerechtigkeitskombination. Die hilft dir sicher im zukünftigen Kämpfen. Glückwunsch, das Training ist beendet. Finde andere Wege, stärker zu werden. Du hast mich überholt. Ich hoffe, ich hole bald auf. Warte es nur ab. Glückwunsch, wir sehen uns wieder. Du bist jetzt so stark, dass du alles überleben kannst. Ich werde dir zujubeln. Viel Glück. Okay, jetzt muss ich Vegeta suchen. Das wird ja ein Spaß. Ich denke, wie lange das letztens gedauert hat. Das ist Ki. Oh. Nicht so gute. Da gucken wir mal, ob der direkt schon hier ist. Der war gut, oder? Und dann werde ich wahrscheinlich schneiden, bis ich den gefunden habe. Was wahrscheinlich hoffentlich nicht 30 Minuten dauert. Also bitte. Gucken wir erstmal, wer hier überhaupt ist. Hier überhaupt einer. Ein Meister, habe ich herausgefunden, taucht immer irgendwo auf. Weil ich auch blöd finde, dass ich wenigstens 2 nehmen können. So, da ist Pilz. Also sehen wir uns dann, bis ich Vegeta gefunden habe, ne? Okay, schau da ein zu den Zuschauern. Bis dann. Okay, das ging schnell. Da ist er schon. Direkt der erste Versuch, nachdem ich Bills hier getroffen habe. Wir haben direkt Vegeta gefunden. Sehr gut. Jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ist ja nur noch Vegeta, der fehlt. Und die. Von denen glaube ich irgendwie, dass das entweder Spieler sind, von denen man Fähigkeiten lernen kann. Oder DLC-Charaktere. Aber DLC, weiß ich nicht, wen ich da einsortieren könnte. Könnte vielleicht sein. Will ich nicht wissen. Werde ich schon irgendwann herausfinden. Wir haben jedenfalls Vegeta gefunden. Du schon wieder. Du willst mein Schüler sein, dann muss ich deine Stärke testen. Okay, wenn du bei mir trainierst, wirst du stärker als alle anderen. Natürlich nur, wenn du auch Talent fürs Kämpfen hast. Fangen wir jetzt mit dem Test an. Wenn du mich besiegen kannst, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Du kannst mich noch nicht schlagen, also schone ich dich. Du willst, dass ich ernst mache? Dann besiege mich zuerst. Kämpfe gegen mich. Garlic Strahl. Okay. Finde ich gut. Einfach Spiel beenden gemacht. Dann direkt der nächste Versuch kam Vegeta. Weiß gar nicht, ob ich das schneiden soll. Obwohl eigentlich doch. Weiß ich nicht. War eine peinliche Stille bis dazwischen. Werde Vegetas Schüler. Vegeta konnten wir ja, glaube ich, auch schon sehr lange.
als Meister haben. Mein Gott. こんなもんか。実力はまだまだだが、潜在能力の高さは認めてやる。Ja. Was jetzt, ich oder Vegeta? Ja, wir haben den Galik-Strahl bekommen. Gut, oder? War auch mal Zeit, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich kann den Part beenden. Offscreen wieder die Zuneigung von Vegeta steigern. Dann würde ich auch sagen, in dieser Folge können wir schon anfangen, obwohl das ist egal. Sehr gut, bestanden. Ich mache dich zu meinem Schüler. Vergiss dich, du lernst von dem stolzen Prinzen der Saiyajin. Du darfst nicht verlieren, verstanden? Ich bringe dir die versprochene Fähigkeit bei, den Garlic-Strahl. Diese Fähigkeit ist fast zu gut für dich. Meistere sie zuerst. Werde stärker, dann trainiere ich dich wieder und bringe dir mehr bei. Hey, was stehst du so rum? Beeil dich los zum Training. Beeil dich, mach schon. Okay. Na gut, dann kann ich ja den Part wenden und sagen tschüss, bis zur nächsten Folge. Und weiter geht's mit, wie geht das Training? Mein Prinz. Ja, müsste glaube ich jetzt der zweite Teil von einem anderen Part sein, wo ich mit Son Gohan und Videl trainiert habe, also weiter. Hm, du scheinst stärker geworden zu sein. Hast du den Galik-Strahl schon gemeistert? Lass mich deine Trainingsergebnisse überprüfen. Ich werde dir nicht erlauben, mit unnützen Fähigkeiten zu kämpfen. Benutze den Galik-Strahl, versuche ihn als Finisher einzusetzen. Wenn du das richtig machst, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Okay. Dann nehmen wir Galik-Strahl, oder? Ist eigentlich hier eine erste Seite, ist aber nicht hier. So, dann krieg ich Finisher Breaker. Okay. Prinzenspezial Galik-Strahl. Okay. So, dann haben wir nach Vegeta auch den letzten Meister hier endlich abgeschlossen. Und ja, können dann mit der Hauptstory, sag ich mal, weitermachen. Gut, oder? Also als wir mit ihm gesprochen haben, war ja noch der Cyborg-Saga Vegeta. Jetzt haben wir ja Majin Buu-Saga Vegeta. Irgendwie merkwürdig. Ja, komm her. Da liegt Gehor. Mikrofon, machst du Aufschlag? Ja, okay. Ich werde deinen vorherigen Kampf auswerten. Du hast den Galik-Strahl eingesetzt, du hast hart trainiert. Aber meine wahre Stärke ist viel größer, vergiss das nicht. Okay, ich zeige dir eine neue Fähigkeit, den Finisher Breaker. Je näher du am Gegner bist, desto größer ist der Schaden. Aber vergiss nicht, dass du üben musst, um diese Fähigkeit zu meistern. Trainiere mehr und ich zeige dir eine neue Fähigkeit. Und jetzt los. Wenn du Zeit verschwindest, werden die anderen stärker. Oh, ich muss was für den besorgen. Oh, nee. Ich will mal schon mal ausrüsten. Diesmal machen wir ein anderes Timing. Also, jetzt weggedrückt. Was schaust du denn so drauf? Dachtest du, bei mir im Training geht es immer nur ums Kämpfen? Du nah, nur ein Einfallspinsel. Du brauchst so ein Training. Trödel nicht rum, los. Was soll ich dir besorgen? Was ist los? Hast du niemanden stärker als ich gefunden? Keine Ahnung. Schön, genau richtig. Gute Arbeit. Okay. Ich habe wichtige Neuigkeiten für dich, also hör gut zu. Die Capsule Corporation, wo ich lebe, produziert blöden Schrott. Aber es gibt Dinge, die ich für mein Training verwenden kann. Das sollst du bereits wissen. Benutze alles, was du hast, um stärker zu werden. Objekte und so. Ich gebe dir das, es wird dir im Kopf helfen. Ich bin Super Elite, okay. Das macht
Das habe ich weggedrückt, Mann. Ja. Okay, Explosionsangriff. Ja. Der Saiyajin-Schlussverkopf ist immer noch am besten, finde ich. Der ist sogar noch viel besser. Super Saiyajin Vegeta, okay. Heute bist du mein Trainingspartner. Das ist richtig. Du trainierst mit mir. Saiyajins können in extremen Situationen stärker werden. Du bist ganz schön auf Draht. Wir kämpfen mit wenig Gesundheit, so dass nicht mehr viel fehlt, um zu verlieren. Wenn du dieses Training überlebst, gebe ich dir eine neue Fähigkeit. Willst du die Gefahr genießen? Also bist du bereit? Bist bereit für das Training? Ich versuche mich zu vernichten. Okay, Glanzschutz. Ist nicht irgendwie so der Angriff von Super Saiyan 4 Vegeta aus Budokai 3? Keine Ahnung. Soll es ja auch in dem Spiel geben, glaube ich, ne? Aber irgendwie nur Vorbesteller-Dingen. Wie bekommt man den denn so? Kriegt man den irgendwie so? Oh Gott. So kannst du auch so viel AP. Oh, ein bisschen Ki. Boah, ich hab grad rechtzeitig geblockt. Sehr gut. Aber ist noch nicht vorbei. Kann ich auch. Hier. So. Oh, das ist wieder so was. Geil. Je näher ich dran bin. Oh, schwierig. Der treffen aber nicht alle Dinger, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, ich war aber bei den Dingen hier. Sieht aber cooler aus, der Angriff. Ja, ich glaube, ich bleibe aber bei den Stirb-Stirb-Paketen. Weil die sind irgendwie für die Entfernung, glaube ich, gedacht. Uff, du bist stärker geworden. Das Training war besser, als ich dachte. Jetzt bin ich sogar noch stärker. Das Training war sicher auch für dich eine gute Erfahrung. Der Glanzschuss ist ein schneller Reichweitenangriff. Das heißt, du kannst Feinde erledigen, die weit weg sind. Du kannst damit Feinde stoppen oder sie unterdrücken. Finde seinen Nutzen im Kampf selbst aus. Verstanden? Ich sollte schon mal ausrüsten. Wo ich nicht glaube, dass beim letzten Mal ich das einsetzen muss. Und so reicht es, um die Richtung zu wechseln. Oh, cool. Das Training beim letzten Mal war nicht schlecht. Ich weiß, dass du stark genug bist, um mit mir zu trainieren. Darum gestatte ich es, dass wir zusammen Sparring machen. Greife ich mit allem an, was war es, ich werde dich nicht schon. Hier ist nicht als Training an, sondern als Krieg. Gib acht. Und jetzt los. Final Flash, okay, war irgendwie klar. Wir kämpfen auf dem zerstörten Namek-Planeten, was? Oder auf irgendeinem anderen Planeten, wahrscheinlich. Soll halt irgendwie so bedeuten, nehme ich an. Okay. Final Flash ist ja, glaube ich, der stärkste Angriff in ganz Dragon Ball Z gewesen, ne? Ich meine, sogar Zell hat dagegen Schaden bekommen damals. Na, ja, komm mal her. Okay. Eben komisch. Okay, kann ich auch hier. Ah. Kann ich auch hier. Oh nein. Ah. Oh Gott. Oh, zweifacher Super Saiyan. Wird so in den abvisiert. Was? Oh nee. Hat auf einmal zwei Balken. Hat mich in die Luft gesprengt. Warte, Fussat. Hat er einfach mein Ding abgewehrt. Oh. Ich krieg bei denen keinen Schaden rein.
Das Ding ist richtig gut zum Ausweichen, habe ich das Gefühl. Ja, erstmal aufladen. Die Musik auf jeden Fall hier episch, ne? Alter! Und ist das? Ja, jetzt einmal das hier. Was? Ich sehe ihn auf einmal so im Hintergrund. Nein. Doch schon abgefeuert. Oh, okay. Sehr gut. Gleich einen anderen Angriff machen. Ich bin super Elite, schon wieder. Natürlich Final Flash. Okay, dann haben wir das letzte Training abgeschlossen. Yay! Party, Party. Hoho, da können wir jetzt weitermachen. Gut gemacht, du hast meinen Super Saiyan 2 hervorgelockt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark wirst. Mein Training ist vorbei, geh allein weiter bis an die Spitze. Das bedeutet, dass du nun gefeuert bist. Von nun an bist du mein Feind. Jetzt kommt die letzte Lektion, pass gut auf. Der Final Flash, den ich dir beigebracht habe, ist meine beste Fähigkeit. Wenn du damit einen Gegner triffst, wird er davon weggeblasen. Das ist mein Geschenk an dich. Wenn du mir danken willst, meistere ihn. Jetzt habe ich lange genug geredet. Das war's, du kannst stolz sein, du bist einer der Besten. Yay! So, dann kann ich ja den Port beenden und wir machen dann endlich mal weiter in der Story, nehme ich an. Wir haben alle Meister gemeistert. Also die 5 kommen ja noch am Ende. Mal schauen. Und ja, dann sage ich, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.